Ja, hallo und herzlich willkommen bei meiner Session zum Thema Manage and Secure Your Customer Identities in Azure AD B2C. Bevor wir loslegen, möchte ich mich auch recht herzlich bei den Sponsoren und auch bei dem Orga-Team vom Scottish Summit bedanken. Wirklich eine tolle Veranstaltung mit vielen, vielen Sessions. Bin wirklich sehr froh, heute dabei sein zu dürfen und auch vielen Dank an Benedikt für die Unterstützung und auch die Moderation. Ja, ich möchte mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Nauenheim. Ich bin Microsoft Azure MVP aus Koblenz mit einem Fokus auf dem Thema Identity und Security in Microsoft Azure. Und ihr findet auch unter anderem mich auf meinem Blog cloud-architect.net, aber auch auf Twitter unter thomas_live. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Ich möchte gerne einen Rundumblick zu Azure AD B2C geben und dabei besonders, ich sage mal, einen Schwerpunkt darauf legen, wie die Architektur aussieht, was man vielleicht bei der Implementierung berücksichtigen sollte, aber auch Betriebsaspekte mit reinbringen, die vielleicht ihr an der Stelle beachten solltet. Verlieren wir keine Zeit. Wie gesagt, ein breites Thema, was wir heute hier rund um Azure AD B2C betrachten. Aber zu Beginn vielleicht mal kurz ein paar Einsatzszenarien, aber auch Vorteile, die dieser Azure-Dienst mit sich bringen könnte für eure Implementierung. Ich habe hier mal eine sehr allgemeine Slide von Microsoft mit dabei, wo, glaube ich, deutlich wird, wo das Einsatzszenario für Azure AD B2C ist. An der Stelle habt ihr zum Beispiel eine Applikation oder APIs, die ihr gerne euren Kunden bereitstellen würdet. Und man hat dann vielleicht auch moderne Authentifizierungsprotokolle wie OAuth 2, die man bereitstellen möchte. Man hat aber auch Anforderungen im Bereich Compliance, gerade durch die GDPR-Thematik heutzutage wichtiger denn je, aber auch vielleicht Anforderungen fürs Reporting. Und hier kann schon ein Build-Your-Own-Szenario recht kompliziert werden und auch kostenspielig sein. Auf der linken Seite hat man aber auch vielleicht Anforderungen oder Wünsche der Kunden, nämlich, dass sie ihre bestehende Identität oder auch einen präferierten Identitätsprovider nutzen möchten. Und an der Stelle merkt man, es wird durchaus komplex, wie man Identity-Management für Kunden realisieren kann. Und naja, ihr wollt vielleicht euch fokussieren auf die Entwicklung der App oder das, was eigentlich euer Business ist, und da, wo ihr den Vorteil oder am meisten Nutzen ja den Kunden auch bereitstellen könnt. Und an dieser Stelle kommt Azure AD B2C ins Spiel, das mehrere Merkmale oder Features hat, die euch bei der Bereitstellung einer sicheren und einfachen Identität für Kunden unterstützen kann. Einmal die Möglichkeit, sogenannte Social IDPs zu integrieren, also dass Kunden sich mit zum Beispiel einer Facebook- oder LinkedIn-Kennung anmelden können, aber auch zusätzliche Schutzmechanismen wie eine Mehrfaktor-Authentifizierung, aber auf der anderen Seite auch eine wirkliche Plattform, wo ihr ein starkes Customizing vornehmen könnt. Nicht nur in Form von Custom Attributes an der Stelle, wo ihr dann vielleicht irgendwelche fachlichen Informationen auch abspeichern wollt, oder aber auch dem Customizing, weil ihr natürlich gerne diese ganzen Anmeldeseiten und dieses Prozess ziemlich nahtlos in eure App oder in euer Brand integrieren wollen und dass das Ganze auch ein gewisses Look und Feel hat, wie zum Beispiel euer Company Design. An der Stelle ist aber auch Azure AD B2C auf Basis von Azure AD konzipiert worden und darunter liegend findet man auch ein Azure AD vor. Das heißt, wir haben viele Vorteile des Cloud-Dienstes aus der Microsoft Azure-Welt auch dabei, was das Thema auch Verfügbarkeit zum Beispiel angeht. Microsoft hat noch diese Woche angekündigt, dass man von der SLA jetzt 99,99% anbietet, aber auch zum Beispiel das Lizenzierungsmodell ist hier sehr interessant, weil wir hier lizenzieren nach wirklichen aktiv genutzten Konten. Das heißt, ihr habt hier auch geringe initiale Kosten und zahlt auch in Azure für den B2C-Dienst nur so viel, wie er wirklich genutzt wird. Ja, genug der Theorie. Steigen wir auch in die erste Demo ein. Ich würde gerne mal zeigen, wie so ein Azure AD B2C-Tenant erzeugt wird und vor allen Dingen, wo er sich vielleicht auch von einem normalen Azure Active Directory, was ihr vielleicht im Unternehmensumfeld kennt, unterscheidet. Gut, wir sind jetzt hier in dem Beispiel in dem Azure-Portal des Tenants cloud-architect.net. Das ist an der Stelle, könnte das zum Beispiel euer Unternehmenstenant drin sein, wo ihr die Mitarbeiteridentitäten verwaltet. Ich habe jetzt hier ein separates Konto angelegt, was ich für die Administration meiner B2C-Services verwenden möchte. In dem Marketplace
Vom Azure-Portal kann ich jetzt suchen nach Azure Active Directory, B2C, gehe jetzt hier auf Ressource erzeugen, sage dann, ich möchte gern ein Azure AD B2C-Tenant erzeugen und hier fällt schon auf, dass an der Stelle ein Azure AD B2C ein getrennter Tenant ist, der dann praktisch zusätzlich zu eurem bestehenden Tenant eingerichtet wird. Hier findet man viele Felder vor oder die Einrichtung ist relativ ähnlich, wie wenn ihr einen neuen Azure AD Tenant erzeugen würdet. Wie gesagt, mit dem Unterschied, dass ich hier nach Subscriptions abrechne. Das heißt, ich habe keine Lizenzen wie bei einem klassischen Azure AD, wie zum Beispiel in einem Premium-Modell, wo ich Lizenzen pro Benutzer habe, sondern, wie auch hier steht, die monatlich aktiven Benutzer werden abgerechnet und hier sind zum Beispiel bis zu 50.000 monatliche aktive Benutzer auch schon kostenlos enthalten. Die Subscription hierfür wird aus dem Unternehmenstenant entsprechend ausgewählt. Das heißt, hier bei der Einrichtung kann ich das entsprechend dann auswählen. Ja, ich habe das Ganze hier schon mal vorbereitet. Das heißt, wir haben hier an der Stelle den Azure AD B2C-Tenant schon vorkonfiguriert. Und wir springen jetzt hier mal ins Azure Active Directory Blade. Und ihr seht jetzt hier, dass auch ein paar Sachen schon vielleicht ausgegraut sind, wie zum Beispiel Devices oder Lizenzen. Das ist natürlich logisch, weil in einem B2C-Tenant richte ich ja nicht die Geräte für meine Kunden ein. Lizenzen, wie schon gesagt, ich habe hier keine klassischen Lizenzen, sondern die Abrechnung über die Azure Subscription, was aber auch bedeutet, dass dieser B2C-Tenant an der Stelle nicht mit Azure AD P2-Lizenzen zum Beispiel ausgestückt werden kann. Und so Sachen wie Azure AD PIM, also zeitgesteuert administrative Zugriffe zu steuern, hier auch nicht verfügbar sind. Da gibt es gewisse Limitierungen. Alle notwendigen, ich sag mal, Absprünge in andere Plates rund um Azure AD B2C finden wir hier. Und da tauchen hier so Sachen auf, wie zum Beispiel App Registrations. Also wenn ihr schon mit Azure AD gearbeitet habt, viele Sachen, die von dort bekannt aus sind. Es sind aber auch ein paar Unterschiede dabei und hier steigen wir bei einem Thema ein, nämlich die Identity Providers. Das sind dann die Möglichkeiten, um jetzt hier hinzugehen, um, ich sage mal, Social IDPs auch zu konfigurieren. An der Stelle habe ich hier GitHub konfiguriert, was wir auch später in der Demo sehen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, dass ich Kunden, die jetzt nicht irgendeine soziale Kennung verwenden wollen, sondern hier nochmal eine separate Kundenkennung anlegen wollen, hier eine Registrierung zu erlauben. Dann bekommen die ein Konto im Azure AD B2C. Und dann habe ich hier auch die Möglichkeit zu konfigurieren, ob zum Beispiel die Registrierung und Anmeldung dann anhand der Telefonnummer erfolgt, ob ein Benutzername vergeben werden soll oder zum Beispiel eine E-Mail-Adresse. Das Thema Phone ist relativ neu und erlaubt an der Stelle so eine, ich sag mal, WhatsApp-Style-Registrierung, Anmeldung, wo dann auch ein Einmal-Kennwort an die Handynummer zum Beispiel verschickt wird. Die User von einem Azure AD B2C werden auch gespeichert hier im darunterliegenden Azure AD. Das heißt, hier seht ihr schön, dass auch hier mein User, den ich für die Tenant-Anmeldung verwendet habe, der auch der erste Global Admin automatisch wird von dem B2C-Tenant, dass der hier per Azure AD B2B eingeladen worden ist. Das heißt, der wird dann praktisch aus dem anderen Tenant gesourced, um hier diesen Tenant zu administrieren. Und hier drunter sind dann Local Accounts. Das heißt, ich habe hier ein paar Registrierungen vorgenommen mit Kunden, mit Beispielen hier an der Stelle. Und die findet ihr hier auch. Die unterscheiden sich auch hier, dass die Domain dann die entsprechende E-Mail-Adresse zum Zeitpunkt der Registrierung ist. Die sind aber eingeschränkt. Das heißt, sie können jetzt nicht im Azure-Portal oder anderen Sachen anmelden. Die dürfen halt dann nur auf die B2C-integrierten Apps und was ich da dann entsprechend bereitstelle, zugreifen. So ganz allgemein erstmal der Überblick zu Azure AD B2C, wie der Tenant aufgebaut ist. Noch einen Punkt möchte ich kurz zeigen. Wir werden nachher Apps zeigen in Demos. Die werden ja hier unter App Registrations dann wie bei einem Azure AD auch konfiguriert. Hier habe ich später eine zum Beispiel Customer App Portal Eintrag für eine Demo App. Und hier, das ist vielleicht sehr interessant. Es gibt hier einen Eintrag B2C Extension App. Da steht auch Do Not Modify. Hier sieht man schön, dass gewisse Funktionalitäten von Azure AD B2C
on top von dem normalen Azure AD Tenant, ich sag mal, konzipiert bzw. von Microsoft bereitgestellt werden, die dann unter dieser Extension-App laufen. Und wenn jetzt zum Beispiel Funktionen wie später ein Registrierungsanmeldeprozess vom B2C verarbeitet wird, dann findet ja die eigentliche Speicherung immer noch im Core Directory statt, also im Azure AD. Und dort wird jetzt hier diese Extension-App verwendet. Das ist praktisch das Bindeglied zwischen Azure AD, dem Core Directory und das, was on top mit dem B2C-Service hier in dem Tenant läuft. Und das Ganze habe ich versucht, hier auch in der Grafik mal zu visualisieren. Wir hatten gesehen, rechts den Unternehmenstenant, der auch ein Premium-Tenant sein kann, links Azure AD B2C und wir haben dann diese Extension-App und entsprechend die B2C-Funktionalitäten. Die Identitäten der Kunden selber werden im Central Store, also in dem eigentlichen Azure Active Directory gespeichert. Und hier dann nochmal wichtig, die Verbindung, dass meine administrativen Konten an der Stelle aus dem Unternehmenstenant kommen. Das ist auch ein Vorschlag von Microsoft, dass man das hier so realisiert, mit aber der Limitierung, die wir haben, dass wir da zum Beispiel kein Azure AD PIM haben. Ja, die Subscription zur Abrechnung kommt ebenfalls aus dem Unternehmenstenant. Hier habe ich aber die Möglichkeit zu steuern, dass ich hier aus dem Unternehmenstenant Azure AD PIM nutze, um dann zum Beispiel zeitgesteuert den Zugriff auf die Subscription und damit auf die Billing-Informationen von B2C steuern. Die Möglichkeit, dass ich Customer Identities ermögliche durch föderierte oder soziale IDPs, haben wir kurz gesehen in den Identity Provider Plate. Da werden wir aber gleich in der Demo auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Denn es ist ja natürlich klar, es bleibt ja nicht nur beim B2C-Tenant einzurichten, sondern hier auch die Notwendigkeit, dass ich ja Apps integrieren kann und auch definieren will, wie jetzt ein Anmelde- und Registrierungsprozess aussieht. Und das möchte ich gerne hier mal visuell darstellen, wie das Ganze aussehen würde. Zunächst einmal haben wir unseren Kunden, der auf eine beliebige App, die moderne Authentifizierungsprotokolle nutzt, zugreifen möchte. An der Stelle eine Relying-Party-App. Und es findet jetzt nichts Ungewöhnliches statt. Das heißt, wenn jetzt der User auf die App zugreift, ist in einem unauthentifizierten Zustand, dann findet der Redirect Richtung User wieder statt, dass er sich zuerst am IDP authentifizieren soll. Und die Besonderheit hier ist allerdings, dass bei dem Redirect ein P-Parameter mitgegeben wird, der die Policy definiert. Und der Begriff Policy wird jetzt für die nächsten Minuten auch sehr wichtig werden, weil das einer der zentralen Komponenten von Azure AD B2C darstellt. Das Herzstück nämlich hier bei dem Produkt ist das sogenannte Identity Experience Framework. Was ist das Identity Experience Framework? Bei dem handelt es sich um eine Orchestrierungsengine, die definiert, wie jetzt die User Journey, also der Ablauf des Benutzers bei einem Anmelde- oder Registrierungsprozess zum Beispiel aussehen würde. Und das heißt, wenn jetzt der User entsprechend ein Token anfordert hier von Azure AD B2C, können wir anhand der Policy definieren, welche einzelne Orchestrierungsschritte in der Identity Experience Framework Engine durchlaufen werden sollen. Zum Beispiel zum Anfang dürfen Local Accounts verwendet werden oder wird rein eine Anmeldung, Registrierung mit den Social IDPs gefordert. Im nächsten Schritt aber zu sagen, wenn sich einer anmeldet von Social IDPs, will ich nochmal einen zusätzlichen MFA, also zweiten Faktor, einfordern. An der Stelle wird auch dann der Azure AD integrierte MFA-Service verwendet. Oder eine E-Mail-Validierung, um nochmal zu prüfen, dass der User auch wirklich die E-Mail-Adresse besitzt. Aber auch so Dinge wie zusätzliche Eingaben des Users einzufordern, die dann zum weiteren Verlauf innerhalb der Orchestrierung genutzt werden kann. Unter anderem vielleicht, um eine REST-API-Call zu machen gegen externe Dienste oder auch Dienste, die ich selber im Backend bereitstelle, um diese zu prüfen oder vielleicht weitere Informationen zu dem Benutzer anzureichen. Das heißt, ich habe hier einzelne Möglichkeiten, in dieser Orchestrierung rauszuspringen, andere Sachen zu verwenden, Anbindungen zu verwenden. Und diese Orchestrierungs-Engine steuert auch den sicheren Austausch der Claims hier an der Stelle. Am Ende natürlich auch mit der Möglichkeit, dass ja dann auch Informationen im Core Directory gespeichert werden und hier auch die Möglichkeit per Microsoft Graph diese abzufragen oder zu bearbeiten. Und dann schließlich wird auch der Token zugestellt mit entsprechend der Möglichkeit,
dass dann der User sich an der App authentifizieren kann und die App auch diese Claims auslesen kann. Wir sprechen hier von zwei Arten von Policies. Es gibt einmal die Möglichkeit, die Policies vorgefertigt von Microsoft grafisch anzupassen im Portal. Das ist ohne große Entwicklungsarbeit möglich. Da gehen wir nachher auch noch mal näher drauf ein. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Custom Policies, wo ich dann programmatisch einen vollen Zugriff auf diese Identity Experience Framework Engine habe und auch entscheiden kann, ob ich vielleicht einen Drittanbieter MFA verwenden soll oder, wie gesagt, noch mal einzelne andere Modifizierungen in dieser Verarbeitung der Orchestrierung mit reinbringen. Also das ist sehr, sehr flexibel, allerdings dann auch mit programmatischen und sehr hohen Anforderungen an die Programmierer, die diese Policy schreiben wollen, natürlich verbunden. Bevor wir aber zu den Built-In, also den User-Flows kommen, diesen vorgefertigten Policies, an der Stelle aber noch ein wichtiger Punkt. Natürlich kann es sein, dass am Ende einer User-Journey, also der einzelnen Orchestrierungsschritte, nicht ein Token zur Authentifizierung zurückkommt zur App. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass auch ein Error-Code returned wird. Und ein prominenter Fall ist zum Beispiel, wenn ein User von der App redirected wurde, um sich zu authentifizieren und innerhalb der Anmelde-Aufrufs gegen das Azure AD B2C entscheidet sich der User, dass er das Passwort vergessen hat, klickt dann auf der Seite drauf und dann müsste jetzt an der Stelle ja die User Journey gestartet werden, um das Passwort in einem Self-Service-Verfahren zurückzusetzen. An der Stelle ist es so, dass Azure AD B2C nicht von einer Policy in eine andere springen kann. Das heißt, die App würde dann den Redirect bekommen, hier mit den Return entsprechend mit dem Error-Code und müsste dann dieses Handeln und den User erneut zurück zum Azure AD B2C schicken, damit hier dann der User-Flow gestartet werden kann für ein Self-Service-Password-Reset. Es gibt eine recht gute dokumentierte Liste der verschiedenen Error-Codes und damit die User nicht so eine hässliche Fehlermeldung wie hier rechts sehen, wäre es dann auch daran gelegen, dass die App-Entwickler dieses Error-Handling bei sich dann mit rein implementieren. Es gibt aber natürlich auch andere Zustände, die eintreten können. Ein anderes gutes Beispiel ist das Throttling. Wenn zum Beispiel zu viele Anfragen von der gleichen IP-Adresse oder Quelle innerhalb kürzester Zeit kommt, dann kann ich hier den Zustand haben, dass natürlich auch das Azure AD B2C dicht macht, weil es zum Beispiel auch ein Sicherheitsvorfall sein könnte, dass jemand gerade versucht, da entsprechend an Azure AD B2C böswillig ranzutreten und dann wäre es halt auch wichtig, dass man die Throttling monitort und entsprechend dann auch in der eigentlichen Relying Party App abhandelt. Genug der Theorie, auch hier wieder gehen wir in die Praxis. Ich springe hier an die Stelle wieder in das Azure AD B2C Blade rein und dann findet ihr hier User Flows. User Flows, wie gesagt, die einfache Möglichkeit, hier Policies zu konfigurieren. Hier sieht man, ich habe auch schon eine Menge konfiguriert. Hier kann ich auf neue User Flows gehen und jetzt sehe ich verschiedene Flow Types. Ob ich jetzt zum Beispiel eine kombinierte Policy mache aus Anmeldung und Registrierung, eine Profilbearbeitung, wo auch Attribute der User selber pflegen kann, ein Passwort Reset, damit er entsprechend auch selber das Passwort resetten kann, ohne jetzt irgendein Helpdesk und Co. anzumelden. Und wenn ich jetzt hier einen Flow mal auswähle, sieht man, es gibt auch noch unterschiedliche Versionen. Das heißt, eine Policy oder eine User Flow hier an der Stelle gibt es in zwei Ausprägungen. Recommended sind die momentan neueste Version, wo ich auch verstärkte Möglichkeiten im Customizing habe. Das werden wir gleich auch kurz sehen. Die sind allerdings eher noch im Preview-Status. Also wenn man das jetzt hier auf der rechten Seite her sieht, hier steht es ja auch explizit beschrieben. Diese Standard-Policies sind schon ein bisschen länger in B2C vorhanden und die haben auch GA-Status. Also das heißt, die können ohne Probleme auch in Produktion verwendet werden. Dazwischen müsst ihr euch an der Stelle entscheiden. Ich habe jetzt hier mal eine Standard-Policy mal mit dabei. Und wie gesagt, bis auf einzelne Customizing-Möglichkeiten und in Zukunft auch den Features, auch die jetzt in letzter Zeit dabei kamen, sind die von der Konfiguration ähnlich. Ich gehe aber nachher nochmal darauf ein, wo die einzelnen Unterschiede sind. Was kann man jetzt an der Policy konfigurieren? Wir haben erstmal Eigenschaften, wie zum Beispiel wird pauschal MFA
während der Anmeldung oder Registrierung gefordert. Aber auch so Dinge wie die Token Lifetime, das Session Behavior, also zum Beispiel will ich ein Single Sign-On von dieser Policy entsprechend erlauben, auf Tenant-Ebene, App-Ebene. Aber was auch wichtig ist, die Passwortkomplexität für die Kunden wird nicht auf Tenant-Ebene, sondern innerhalb der Policy zum Beispiel definiert. Das heißt, auch Sicherheitseinstellungen, wie jetzt hier diese Token-Properties, wie aber auch Passwortkomplexität spielen hier eine Rolle. Identity Providers heißt hier, lasse ich Local Accounts zu und welche IDPs von extern lasse ich auch für eine Anmeldung und Registrierung zu. Und dann kommen hier zwei Punkte, die interessant sind bezüglich Attribute. Einmal die Frage, welche Informationen werde ich während des Registrierungsprozesses abfragen? Und hier gibt es auch die Möglichkeit, Custom-Attribute zu verwenden. Ihr seht hier, einige Sachen sind schon von Microsoft gegeben, aber hier habe ich zum Beispiel Drink als Custom-Attribute dabei, wo der Kunde entsprechend sein Lieblingsgetränk hinterlegen soll. Der Unterschied zu den Application Claims hier an der Stelle ist, dass hier entschieden wird, welche der Attribute an die Relying Party App zurückgegeben wird in Form dann des Tokens. Und hier sieht man dann, dass ich hier auch mich entschieden habe, dass Drink entsprechend zurückgeliefert wird, aber auch die Object ID oder ob es ein neuer User ist, kann ich hier an der Stelle auswählen. Page Layout definiert dann zuletzt noch auch das Look and Feel. Hier gibt es drei Templates von Microsoft. Ich habe jetzt mal das älteste genommen, was jetzt nicht so ganz hübsch aussieht, um nachher den Kontrast schön zu zeigen. Hier habt ihr aber auch die Möglichkeit, dazu kommen wir gleich noch, auch ein eigenes Customizing vorzunehmen, dann mit komplett eigenen HTML und CSS-Style. Languages, Microsoft bietet hier eine Fülle an Sprachen standardmäßig schon mit an. Ich kann aber jetzt hier zum Beispiel bei Deutsch sagen, ich würde gern das Sprachpaket auch runterladen und an der Stelle kann ich es nicht nur nutzen, um dann eigene Sprachen hier hinzuzufügen, sondern auch um die Texte anzupassen, weil sie mir zum Beispiel vom Wording nicht gefallen. Am Ende, wenn ich es konfiguriert habe, habe ich hier auch die Möglichkeit, ohne eine App aufzurufen, die jetzt integriert ist in Azure AD B2C, dass ich hier das Ganze teste und dann kann ich hier auch eine Application Registration auswählen, wie zum Beispiel hier JWTMS hatte ich jetzt mal hinterlegt und dann seht ihr die Redirect-URL, die auch zum Beispiel in der Relying Party App dann hinterlegt werden sollte. Und an der Stelle sieht man hier schön in der dritten Zeile von dem, was hier als Tooltip angezeigt wird, den P-Parameter, der dann auf die Policy zeigt. Wenn ich jetzt Run User Flow klicke, bin ich in der entsprechenden Sign-In-Sign-Up-Policy und kann jetzt hier auch sagen, ich möchte ein neues Konto erstellen. Das heißt, hier würde dann der Sign-Up-Teil anfangen, für den Local Account zu erstellen und hier dann entsprechend mit den Feldern, die der User ausfüllen kann. Ich möchte gerne aber im Kontext mal zeigen, wie das bei Social IDPs aussieht. Hier an der Stelle habe ich mich mit meinem GitHub-Konto schon angemeldet, gehe jetzt auf eine App, die bei mir im Azure AD B2C hinterlegt ist, die hier an der Stelle dann auch ein Sign-Up-Sign-In zulässt. Hier sieht man auch, ich habe ein wenig schon Customizing vorgenommen. Wie gesagt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Hier auch mit der Möglichkeit, dass ich mich mit meinem GitHub-Konto anmelde. Wenn ich da jetzt draufklicke, lande ich wieder zurück in GitHub. Das heißt, Azure AD B2C macht jetzt hier einen Redirect, ist selber auch bei GitHub registriert als mit einer Client-ID und hier autorisiere ich jetzt, dass meine Wolke 7 B2C-Tenant autorisiert wird, zum Beispiel mein Profil auszulesen. Wenn ich das hier an der Stelle mache, lande ich wieder zurück in dem Sign-Up-Prozess und jetzt werden zusätzliche Informationen abgefragt, die ich in der Sign-Up-Policy definiert habe, wie zum Beispiel mein Land, mein Lieblingsgetränk, das hatten wir ja vorhin. Und weil ich jetzt hier vielleicht auch ermöglichen will, dass ich nochmal an den User auch eine Mail schicke oder mit einer E-Mail-Anmeldung zulasse, hier dann die Möglichkeit, dass ich die E-Mail-Adresse nochmal hinterlege. Dafür kriege ich jetzt ein Einmal-Passwort auf meine E-Mail-Adresse für die Bestätigung, den Code. So, dann trage ich mal kurz hier ein. 187.
und klicke hier auf Verify, auf Continue. Und schon bin ich angemeldet mit meinem bestehenden Konto, gehe jetzt hier auf Account und sehe jetzt auch hier zum Beispiel die Attribute. Wie man hier schön sehen kann, ist es also auch möglich, dass ich Social IDPs auch mit Custom-Attributen speichern lasse. Wenn ich jetzt in das Portal zurückgehe, sehe ich auch hier unter Azure AD Users entsprechend mein Konto hier, was dann entsprechend auch hier im Azure AD gespeichert worden ist. Allerdings ist es so, dass hier keine Custom-Attribute einsehbar sind. Also die sind ja im Azure AD, wie jetzt Drink, ist ja nicht vorgesehen. Um das jetzt abzuprüfen, muss ich über die Microsoft Graph gehen. Die nutze ich jetzt hier an der Stelle mal kurz. Muss leider auch die Beta-API verwenden. Und mit der Beta-API kann ich jetzt diese ganzen User mal auslesen. Such mal gerade hier nach GitHub. Finde jetzt hier meinen GitHub-User. Und hier dann auch das Extension-Attribut Cola. Das heißt, über Graph API ist das abfragbar. Und interessanterweise ist jetzt hier der Präfix Extension gefolgt von einer ID. Und diese ID ist App-ID von der B2C-Extension-App. Das heißt, natürlich ist das Attribut nur in meinem B2C-Tenant jetzt verfügbar. Und Microsoft nutzt dann hier entsprechend, wie wir es vorhin auch gesehen haben, diese B2C-Extension-App zur Speicherung der Informationen in dem Core-Directory. Und hier an der Stelle sieht man diese ID, wie sie dann auch wieder zu tragen kommt, diese Verknüpfung zwischen Azure AD und dem B2C-Extension. Ja, was haben wir jetzt gesehen? Wir haben jetzt gesehen, eine App, die registriert ist in meinem B2C-Tenant, die einfache Möglichkeit, per User-Flows so eine User-Journey zu definieren, dass dann GitHub-Konten verwendet werden können und auch bei mir im Azure AD B2C dann entsprechend ein Konto erzeugen. Wichtig hier mitzugeben für euch, wenn ihr eine App integriert, achtet darauf, dass die Authentication-Library eine ist, die aktuell ist, die auch sicher ist, also die vielleicht nicht selber entwickelt ist, weil viele Sachen wie Validierung von entsprechend der Token-Signatur und Co., da haben sich viele Entwickler schon Gedanken gemacht und es gibt zum Beispiel die MSRL von Microsoft, die das halt alles auch schon beinhaltet. Und auch dieser P-Parameter muss ja auch entsprechend berücksichtigt werden. Also da vielleicht die MSRL sich anschauen. Und Custom-Attribute, wie gesagt, das ganze Handling am besten über die Graph. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, zum Beispiel aus dem Backend Informationen für eure Kunden als Custom-Attribute auch zum Beispiel darüber zu schreiben. Branding-Layout haben wir ein bisschen gesehen. Und da würde ich gerade keine Zeit verlieren, sondern in das Thema direkt reinspringen. Nämlich die Möglichkeiten, die ihr fürs Branding hier an der Stelle habt. Auf der linken Seite sieht man das, was vorhin in der Demo auch zu sehen war, nämlich nicht mehr dieses langweilige Classic-Template von Microsoft, sondern was ich hier verwendet habe, ist das sogenannte Company-Branding von Azure AD. Das heißt, ihr könnt ja in jedem Azure AD diese Unternehmensgrafiken wie ein Logo oder Hintergrundbild speichern. Und wenn ihr nicht die Standard-Policies verwendet der User-Flows, also die Standard-Version, sondern die Recommended, dann werden automatisch die Company-Brandings aus dem Azure AD B2C-Tenant verwendet. Das heißt, das Ganze sieht schon mal, ohne dass ich was dafür groß tun muss, optisch ein bisschen hübscher aus. Auf der rechten Seite seht ihr jetzt eine Template-Vorlage von Microsoft namens Ocean Blue. Die habe ich ein bisschen angepasst, eigene Grafiken dabei gepackt, auch hier ein bisschen CSS mit einem transparenten Look mit rein. Wenn ihr das nutzen wollt, habt ihr einen Vorteil. Ihr habt nicht die Limitierungen des Company Brandings, was Grafikgrößen angeht und Einschränkungen, was man customizen kann. Allerdings ist es so, dass man das auch selber hosten muss. Das heißt, ihr solltet an der Stelle irgendeinen HTTP-Endpoint haben, der auch Cores supportet. Und gerade wenn ihr weltweit Kunden habt, sollte man auch über ein Content Distribution Network drüber nachdenken, also ein CDN, um diese Grafiken performant auch verteilen zu können.
Und die Vorlagen von Microsoft, die sind recht einfach, um diese zu customizen. Und mit das Customizing könnt ihr dann auch für alles verwenden. Das heißt, sowohl für die User Flows in der Standard- und Recommended-Version, wie aber auch später für die Custom Policies. Also das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Ansonsten habt ihr dann auch die Möglichkeit, clientseitiges JavaScript zu verwenden. Da achtet nur drauf auf die Guidelines von Microsoft, was da geht und was auch empfohlen wird zu verwenden, weil es gibt natürlich auch ein paar Limitierungen aus Sicherheitsgründen. Und bei dem Domain Customizing hat man kurz gesehen, dass ich als Tenant, als URL fürs Login wolke7.b2clogin.com hatte. Hintergrund ist, dass erstmal die Standard-URL für alle Tenants, dass man so ein B2C-Login-Domain-Name bekommt. Eigene Customer-Domains zu verwenden, wie jetzt login.firmennamen.de, ist bereits schon in der Mache. Da gibt es einen interessanten User-Voice zu und da hat auch die PG sich in der Richtung schon geäußert, dass da 2021 mit einer Public Preview zu rechnen ist. Was ich jetzt vorhin leider nicht gesehen haben, aber dass die E-Mail-Verifizierung und das Template, das Design dazu, ist von Microsoft erstmal nicht groß anpassbar. Also wenn ihr da auch eine eigene E-Mail-Adresse verwenden wollt oder vielleicht nochmal zusätzliche Customizing-Sachen verwenden wollt, da müsst ihr auf einen Third-Party-Provider gehen, wie SendGrid oder Mailjet, und da landet man sehr schnell dann bei dem Thema Custom Policies, weil da sind die Einschränkungen doch noch recht hoch bei den Built-in-Policies. Ja, aber bevor man jetzt sagt, okay, die Funktionalitäten der User-Flows, das reicht mir nicht, ich will da ein bisschen mehr machen. Microsoft hat hier zur Ignite letzten Jahres was angeboten, was unter dem Begriff API-Connectors in Preview ist. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Registrierung zum Beispiel einzuschränken. Also wir haben ja vorhin gesehen, jeder könnte sich jetzt hier entsprechend registrieren. Und damit man das Ganze noch vielleicht mit einem Capture-Portal davor schaltet oder auch eine Verifizierung macht, dass zum Beispiel das tatsächlich ein Kunde von mir ist oder auch zum Beispiel ein Ausweisdokument vorher geprüft worden ist, also ein Ident-Verfahren. Hierfür ist es natürlich notwendig, dass ich mit irgendeiner API hin dran spreche, bevor zum Beispiel ein Konto erzeugt wird. Aber auch, um zum Beispiel eine API zu nutzen, um weiter Attributen zu formatieren oder weiter abzufragen. Und hier gibt es dann die Möglichkeit, über API-Konnektoren das Ganze zu integrieren. Das geht nativ bei den User Flows, also muss ich keine Custom Policies für selber definieren. Und dann habe ich hier die Möglichkeit zum Zeitpunkt, wenn ein Sign-in von einem Identity Provider kommt oder bevor ein Konto erzeugt wird, hier diese APIs zu triggern und entsprechend die Interaktion damit zu gehen. Wer dann aber mehr machen will, wer immer noch sagt, okay, ich habe jetzt die Identity Providers gesehen und da fehlt aber mein Lieblingsprovider, weil ich zum Beispiel Apple ID verwenden möchte oder andere Sachen, dann landet man irgendwann dann doch dazu, dass man einen kompletten programmatischen Zugriff auf dieses Identity Experience Framework braucht. Und hier möchte ich kurz mal einsteigen in eine kurze Demo, um euch zu zeigen, wo eigentlich hier so die Herausforderung bei Custom Policies ist. Allerdings hier nur für Betriebsthemen. Also wir werden jetzt leider nicht hingehen und Custom Policies selber schreiben oder schauen, wie die entwickelt werden. Sonst brauche ich weitere 45 Minuten. Deshalb hier nur ein kurzer Einblick. Ihr findet hier bei Microsoft in den Docs einen recht guten Überblick zum Unterschied zwischen User Flows und den Custom Policies. Und hier im mittleren Teil sieht man, dass viele Sachen mittlerweile relativ gleich customizable sind zwischen den zwei Arten. Allerdings ist es so, dass Vor- und Nachteil zugleich, dass bei User Flows ich eine Konfiguration mit der grafischen Oberfläche im Portal habe und hier bei Custom Policies alles selber als XML definiere. Das heißt, ich kann hier auch an der Stelle alles as Code entsprechend deployen und entwickeln. Heißt aber auch, ich brauche natürlich Expertise. Das heißt, hier das ist definitiv, wo ihr Identity Developers braucht, die ein Verständnis haben von Claims-Based Authentication, von den ganzen Verarbeitungen von JWT und Co. Also da sind schon die Anforderungen wesentlich höher. Zwei Fälle, die ich halt spannend finde, wo Custom Policies noch immer relevant sind, sind, wenn man eigene Identity Provider integrieren will oder welche, die wie gesagt bei Microsoft nicht gelistet sind,
oder man umfangreiche Dinge machen will, wie zum Beispiel B2C zwar zur Authentifizierung zu verwenden, aber die Kundeninformation selber in einen anderen Store zu speichern als selber jetzt im Core Directory. Wenn man jetzt das alles tun möchte, muss man natürlich auch diesen programmatischen Zugriff aufs Identity Experience Framework vorbereiten. Das heißt, hier gibt es Sachen zu konfigurieren. Und das hat man vielleicht kurz vorhin bei der App Registration gesehen, dass neben dieser B2C Extension App dann weitere Verknüpfungen zu dem B2C-Service notwendig sind, nämlich ein Proxy Identity Experience Framework und selber der Identity Experience Framework als App Registration. Das Ganze lässt sich mittlerweile automatisieren. Also hier gibt es ein Starter Pack Policy von Microsoft, wo man das automatisch einrichten lassen kann. Und wenn man das hier dann durchgeführt hat und der Tenant soweit vorbereitet ist, könnte man jetzt auch hier aufs GitHub-Repo gehen von der Azure AD B2C-Produktgruppe. Und hier gibt es auch jede Menge Policy-Beispiele. Also wer selber mal wissen will, wie so eine Custom-Policy aussieht, hier gibt es jede Menge Beispiele. Und ein Sample, was ich mir rausgesucht habe, ist hier die Authenticator-App. Das ist eine Anmelde Custom Policy, womit ich nicht mich per Passwort anmelde, sondern die Authenticator App von Microsoft verwende. Die ist soweit fertig entwickelt. Ich müsste sie nur noch deployen. Und hier sieht man dann, dass ich viele Sachen dann aber noch anpassen muss. Tenant-Name muss entsprechend reinkonfiguriert werden, aber auch dann hier den Bezug zu meinem Identity Experience Framework und auch hier der Extension App. Also das heißt, auch das Deployment ist da ein bisschen anspruchsvoll. Und was ich an der Stelle dann empfehle, ist, dass ihr dann ein GitHub-Repo oder ein DevOps-Repo verwendet, um zentral alle Komponenten fürs Azure AD B2C zu speichern und dann entsprechend hier als Code in dem Repo drin zu haben und dann entsprechend auch hier zu deployen. Und gerade bei Custom Policies müsst ihr mehrere Tenants hier haben, um das Ganze zu testen. Und dann hättet ihr mit einem Pipelining hier schön die Möglichkeit, auch diese ganzen spezifischen, umgebungsspezifischen Variablen in der Pipeline zu pflegen und dann entsprechend zu deployen. Genau, so ein ganz kurzer Überblick dazu. Das bedeutet wieder zurück zu unserer Architektur- oder Übersichtsseite. Custom Policies, sehr, sehr flexibel, was man dann customizen kann. DevOps, um das Ganze zu deployen. Und auch die Möglichkeit, dass ich weniger hier mit meinem Admin-Konto in den B2C-Tenant reingehen muss, um Sachen zu konfigurieren, sondern wenn ich sage, meine Policies liegen in dem Repo, dann kann ich auch hier Azure AD PIM nutzen für zeitgesteuerte Mitgliedschaften in der Berechtigungsgruppe für das Repo. Und wenn ich hier an der Stelle externe Dienste anbinde, API-Konnektoren, eine spannende Geschichte. Denkt nur dran, dass die REST-API, die ihr vielleicht da integriert, mit einem API-Gateway und Management auch noch geschützt ist. Und wenn ihr das Repo hier unten aufbaut für die Policies, auch ein idealer Zeitpunkt, die Grafiken, das heißt das ganze Page-Layout vielleicht auch hier zu speichern und in einem Blob-Storage oder CDN heraus dann zu deployen. Ja, für die letzten paar Minuten habe ich noch ein spannendes Thema mit dabei, nämlich das Thema Identitätsschutz für Kunden. Hier hat sich im Azure AD B2C einiges getan und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass seit letztem Jahr wir auch Conditional Access und Identity Protection für Azure AD B2C bekommen haben. Das heißt, das, was ihr aus Azure AD Premium kennt, nämlich die Möglichkeit, Signale zu verwenden anhand von welchem Ort der User zugreift, welche Applikation verwendet wird, aber auch vielleicht das Benutzer- und Anmelderisiko mit reinzunehmen in die Prüfung und dann zu sagen, aufgrund dieser, ich sag mal, Bedingungen entscheide ich, ob Zugriff gewährt wird, MFA gefordert wird oder der Zugriff geblockt wird in Richtung dann der B2C-App in dem Beispiel. Und das Ganze ist, wie gesagt, jetzt im B2C verfügbar, benötigt allerdings die Premium 2 Lizenz von Azure AD B2C. Dann müsst ihr in die Subscription gehen und da entsprechend in der Azure Subscription gibt es ein Objekt für das Azure AD B2C, da die Lizenzvariante umstellen.
Und ansonsten ist das relativ gleich konfiguriert wie auch bei dem Azure AD Premium. Das möchte ich hier kurz zeigen. Das heißt, ihr habt hier Azure AD B2C wieder als Plate und hier gibt es Conditional Access. Und was ich jetzt hier gemacht habe bei Conditional Access, ist, dass ich hier MFA fordere, nicht nur für meine B2C-User, sondern auch für meine privilegierten User. Hintergrund ist, dass Microsoft ja empfiehlt, dass MFA im eingeladenen, also der Tenant, der die User einlädt, eingefordert wird, weil ansonsten ein Bypassing von MFA erfolgt wird. Das heißt, in dem Falle, die privilegierten User werden im B2C-Tenant nach MFA gefordert und nicht zum Beispiel ausschließlich in dem Tenant, wo sie ursprünglich von aus zugreifen. Ja, ansonsten habe ich hier konfiguriert, dass MFA kommt, wenn für meine Kunden nur, wenn ein Sign-in-Risk dargestellt wird oder zum Beispiel hier ein Zugriff von ungewöhnlichen Orten stattfindet, zum Beispiel Ländern, wo ich eigentlich keine Kunden habe und dann entsprechend das getriggert wird. Was man jetzt hier so schön sieht, dass es auch hier die Risky Users gibt, die man von Identity Protection kennt. Und hier habe ich einen User, nämlich den Scottish Summit Live. Der ist jetzt hier ein Risk Level High. Und wenn man sich die History hier anschaut, dann gab es hier anonymous IP-Adress-Zugriffe zum Beispiel von diesem Konto. Und unter Risk Detections sehe ich dann auch die Gesamtübersicht von den Detections. Unter anderem wurde hier auch eine Password-Spray-Attacke gefahren. Und wenn ich jetzt mir hier den Anmeldevorgang anschaue, der jetzt da besonders riskant war, dann sehe ich hier, dass die Anmeldung gegen CPEM PowerShell Client stattfand. Das ist natürlich nicht die eigentliche B2C-App, die jetzt abgerufen worden ist, sondern dass die Verbindung in Richtung B2C-Policy und auch hier Conditional Access steht auf nicht angewendet, weil hier an der Stelle auch Azure AD B2C die Conditional Access-Prüfung vornimmt. Das heißt, für diese einzelnen Infos abzugreifen, muss ich jetzt hier die User-ID mir nehmen und in das Audit-Log von B2C reingehen. Und dann habe ich hier in Azure AD B2C die Möglichkeit, nach dem User zu suchen. Und dann wird mir klar, dass hier die eigentlichen Einträge liegen. Nämlich, hier sehe ich schön, dass mein User hier zum Beispiel sich versucht hat zu authentifizieren, dann Conditional Access zugeschlagen hat, weil ich hier zum Beispiel auf eine sensitive Customer App zugegriffen habe. Danach wurde eine SMS zur MFA, also entsprechend zur Bestätigung rausgeschickt. Diese wurde dann auch von dem User vorgenommen. Das heißt, hier gab es ein Remediated Event. Das heißt, der User hat bestätigt durch das Einmal-Passwort, was er per SMS bekommen hat, dass er auch wirklich die Person ist. Hier oben gibt es aber dann das andere Event, nämlich auch hier wieder eine Conditional Access-Prüfung. Und an der Stelle war dann hier, not covered. Ah, das ist hier oben das Event. Hier zum Beispiel, dass ein Risk detected worden ist. Das heißt, hier wurde Identity Protection, hatte sein In-Risk dargestellt und hier wurde eine SMS zwar rausgeschickt, aber der User selber hat es nicht bestätigt. Also so spielt ein bisschen Identity Protection anders rein im B2C, als man das vielleicht gewohnt ist. Und wenn man das jetzt hier wieder im Gesamtbild sieht, wie gesagt, achtet darauf, dass die Conditional Access nicht nur für die B2C-User, sondern auch für die privilegierten User anlegt. Und auch Identity Protection sehr wichtig, was aber nicht für die Social IDP geht, weil ja da das Passwort nicht unbedingt dagegen authentifiziert wird gegen das B2C, sondern die eigentliche Authentifizierung ja gegen GitHub läuft. Das letzte Thema, da werde ich nur ganz kurz drauf eingehen können, aufgrund der Zeit, nämlich das Thema Monitoring. Man hat ja jetzt hier in der Demo schon gesehen, dass B2C selber Audit-Logs hier nochmal hat, die den eigentlichen, die Aktivitäten des B2C-Users ja zeigen. In der Vergangenheit war das sehr schwierig, da eine Integration hinzubekommen, weil Azure Monitor das nicht erfassen und weiterleiten konnte. Seit neuestem ist das aber auch möglich, also seit, glaube ich, Mitte letzten Jahres.
Das ist bei Microsoft auch recht gut dokumentiert. Und ich möchte kurz zeigen, welche schönen Möglichkeiten dann bestehen. Nämlich, ich habe jetzt hier Azure Monitor genutzt, um die B2C-Logs in Log Analytics reinlaufen zu lassen. Und dann gibt es hier Workbooks von der Produktgruppe, die ihr auf GitHub findet, wo man dann hier auch das Dashboard bekommt, wo es dann eine schöne Übersicht gibt, von welchen Ländern die Authentifizierungen stattfinden und welche Identity Provider am meisten verwendet werden, Authentication, welche Applikationen und auch die Top-Ursachen für fehlerhafte Authentifizierungen. Und dann kann man auch so Sicherheitsvorfälle wie zum Beispiel Not Bypassing MFA schön sehen. On top von dem Log Analytics kann ich aber dann auch Azure Sentinel verwenden, um hier dann Analytic-Rules drauf zu schreiben. Hier habe ich dann zum Beispiel auch ein Incident erzeugt, wenn ein Sign-In-Attempt von einem risky Customer stattfand oder wenn zum Beispiel jemand versucht hat, aus meinem Key Vault, wo entsprechend die Client-Secrets zum Deployment der Policies drin sind, hingeht, drauf zugreift oder zum Beispiel, dass Conditional Access Policies manipuliert worden sind. Also all das kann man dann an der Stelle hier schön machen und ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und am Ende des Tages kommen wir dann zu dieser Gesamtübersicht, nämlich, dass wir hier Log Analytics zur zentralen Speicherung verwenden, Workbooks, um dieses Ganze zu visualisieren, was ihr entsprechend in den Audit-Informationen vom Azure AD, vom B2C liegt. Aber wie man hier schön sieht, man sollte auch die DevOps Audit-Logs und auch, wenn man Custom Policies verwendet, die Application Insights-Informationen zentral hier in das Monitoring mit reinfließen lassen, um dann eine Gesamtsicht auf seine B2C-Umgebung hier zu haben.